So, Freunde, also ich habe jetzt zwei, drei Fernsehsender so sagen hören, russisches Elite-Schlachtschiff wurde von der Ukraine zerstört, im Schwarzen Meer, soweit ich das mitbekommen habe. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, einige von euch wissen es nicht, ich habe einen Panzer-Strategie-YouTube-Kanal und da geht es um Panzer. Und da lernt man halt zwischendurch ein bisschen was über Panzer. Mein Kanal dort heißt Faust 7. Mr. Faust. Wenn es einen bosshaftigen Boss im Scout-Bereich gibt, dann ist das aber auch der Akku, hör mal. Ist doch kein Spaß mehr, Junge. Wir haben hier einfach die ganzen gegnerischen Scouts outspottet, außer da ist noch einer, dieser LMHTV, was weiß ich, wie der heißt. Nein, ich bin aus dem Busch raus, ich Idiot. Nein! Wenn unsere Leute mal schießen würden, ne? Du musst besser aimen. Ja, da vorne stehen 500 Ziele, ne? Wenn man nicht schießt, dann kann man auch nicht gewinnen, ne? Kommen wir mal zur eigentlichen Thematik. Angriffswaffen sind anscheinend die letzten Jahre und vielleicht die letzten anderthalb Jahrzehnte nach hinten geraten und die Verteidigungswaffen haben die Überhand übernommen. Oh, ich sehe gerade, wir haben keinen Base-Dev. Die persisch-germanischen Kriegstaktiken. Ja, das war's dann. Game fucking over. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Sag ich doch, der Typ kriegt nichts gebacken. Na komm du, nutzloses, elendiges, basecampendes Etwas, bewege dich. Oh, keiner fährt mit. Ja, herzlichen Glückwunsch, Alter. Es fährt halt keiner mit, ne? Ich spotte hier die ganze Zeit, aber keiner hat Bock. Ich bounce! Natürlich, Alter! Mal Applaus für Wargaming, fürs Mitspielen. Fürs Manipulieren, fürs Blockieren, fürs künstlich die Winrate nach unten schrauben. Da greift Wargaming mit ein und sagt, nee. Wo kommen wir denn da hin, wenn du jetzt 3 Kills machst und das Spiel vielleicht am Ende noch mitentscheidest? Das unterbinden wir hier mal kurz. Künstlich die Winrate nach unten schrauben durch massive Manipulation. Beste, wo gibt's? Wie komme ich da drauf? Wie viele russische Elitepanzer wurden außer Gefecht gesetzt und zwar mit ganz einfachen Mitteln? Ja, fickt euch ins Knie. Beispiel türkische Drohnen. Das sind so Drohnen. Türkei ist wohl irgendwie die letzten Jahre zu Drohnenmacht aufgestiegen. Jetzt, wenn man sich mit Panzern auskennt, diese Panzer haben oben auf dem Dach oder unten, aber vor allen Dingen von oben, sind die sehr verwundbar. Wenn man von oben zum Beispiel das Motordeck trifft, dann explodiert das Ding oder gerät in Brand und explodiert daraufhin. Beziehungsweise wenn man oben zum Beispiel die Kommandoluke trifft, beziehungsweise den Turm. Also alles, was von oben kommt, ist sehr, sehr, sehr gefährlich für Panzer. Kennt ihr so Menschen, die denken, die wären schlau, aber in Wirklichkeit sind die gar nicht schlau und so? Jetzt habe ich's gerafft, Alter. Die persisch-germanischen Kriegstaktiken. Ah, Drops ist eh gelutscht. Für all die Leute, die dann immer sagen, bei Akkus sind immer die anderen schuld. Ja, bei mir sind immer die anderen schuld. Du musst besser aimen. Genau. Ja, genau. Jo, ich komme zur Hilfe. Ja, oben sind Ziele auf. Keiner hat Bock. Meiner bloß. Du musst besser aimen. Noob E100. Ah, ja. Klar. Der E100. Auf jedensten Fall, Alter. Oh, wir haben schon wieder jemanden, der AFK ist. Oh, wir verlieren schon wieder. Guck mal, Medium Line bricht ein. Aber unser Team stirbt schon wieder so schnell weg. Oh.
Du musst besser aimen. Wir sind beide gebounced. Grille ist 10er TD, ich bin 10er Heavy. Wir haben beide am STW1 gebounced. Mal wieder Mediums, die auf die Heavy Line gefahren sind oder sich tot gepusht haben. Ja. Haushohe Niederlage. Jawohl, so muss das. Ja, das hat doch Spaß gemacht. Du musst besser aimen. Ah, Unterwanne mit Gold gebounced. Ah. Du musst besser aimen. Ah, schon wieder gebounced. Ah, dieser Trick. Beste Firma der Welt, Wargaming. Wargaming schickt dem Akku mal wieder Bots in sein Team. Machst du nichts, ne? Nicht 99, sondern 100%ig. 100%ig, mit 100% sind die anderen schuld, nicht ich. 100%ig, ja, damit es jeder mitschreibt, sind die anderen schuld, nicht ich. 100%ig. Von hinten sowieso sind die relativ schwach gepanzert, aber von oben vor allen Dingen. Wie gesagt, Motor, Deck kann man treffen und dann auch den Turm. Und da gehen die Schüsse auch teilweise komplett durch und explodieren dann im Innenraum. Und dort sind ja auch die Munitionslager und so weiter und so fort. Das heißt, sowas wie ein Panzer oder wie man heute, also man muss ja jetzt erstmal abwarten, was mit dem Schiff passiert ist. Ne? So genau weiß man das noch nicht, aber es gibt so kleinere Angriffs- bzw. Verteidigungsboote. Ja, die sind vielleicht 1,5-2 Meter groß. Wenn da einer mit einer Panzerfaust drauf sitzt oder mit ähnlichen Kampfmitteln, ja, dann bist du erstens viel schneller als so ein Riesenschiff und zweitens kannst du mit minimalem Einsatz einen Riesenschaden anrichten. Ja, 4 Ziele auf, keiner schießt. Ja, ab dem Mittag, Nachmittag ist hier das Spiel am Arsch. Lol, was will der denn jetzt? Hä? Was will der denn, Alter? Ist der dumm? Schnauze. Kaum spielst du mittags das Spiel, Junge, sind die wieder am Start, die Fucktards. Unsere Arti ist an die Front gefahren. Was macht denn der da vorne mit seiner Arti? Ey, sag mal bitte, dieser FV da oben, ne, der schießt die ganze Zeit auf mich und unsere Arti steht hier an der Front. Sag mal bitte, hat irgendeine Irrenanstalt halt mal wieder Tag der offenen Tür oder was? Haben wir irgendwo wieder Tag der offenen Tür, Irrenanstalt oder was? Du musst besser aimen. Lol, da ist der Geistesgestörte schon wieder. Ey. Das ist ein Idiot, Alter. Der schießt halt permanent auf mich anstatt auf die Gegner, ey. Das Unser FV hat es halt noch nicht geschafft, einmal auf den Gegner zu schießen, ne? Hier, dieser Hurensohn, Alter. Der hat es halt noch nicht geschafft. Ist das ein Hurensohn? Was ein elendiger Bastard, Alter. Ja, stirb, du Elendiger. Was für eine Bereicherung für die Menschheit du doch bist. Was mich wiederum dazu bringt, nachzudenken, ob überhaupt Großmächte, ob das jetzt in Russland ist oder andere, wir haben ja noch andere Großmächte, in Zukunft überhaupt noch, ja, sag ich mal, mit so konventionellen Waffen wie so ein Schlachtschiff oder was, ne? Es gibt ja
ne, so langsame, schwer gepanzert zwar, aber langsam. Oder so ein Panzer, der von oben sofort kaputt gemacht werden kann. Ob die überhaupt noch so eine Art Großmacht in dem Sinne, zumindest mit den konventionellen Waffen, überhaupt noch sind. Ja, wie waren die Bewerbungen? Mehr schlecht als recht. Bei der ersten Firma, weißt du, es ist ja jetzt seit einer Woche, ist ja Maskenpflicht und alles weg. Eigentlich denkt man, da kommst du zur Bewerbung, das Erste, was die sagt, ja, haben sie eine Maske dabei. Ich denke mir, warte mal, die Maskenpflicht ist doch weg. Was ist da jetzt los? So, ich war komplett, aber erzähle ich vielleicht auf einem YouTube-Video, das gehört vielleicht nicht hierhin alles. Und die zweite Firma war wieder so eine dubiose, so, da fing der direkt an, ja, wir reden am Telefon über Vollzeit, ich komme da an, der erzählt mir was von Minijob. Ich denke mir, hä? Mein guter Mann, wir haben doch am Telefon gesprochen über Vollzeit und jetzt erzählst du mir was von Minijob. Das heißt schon mal nichts Gutes, ey. Das heißt schon mal, der hat irgendwas zu verbergen. Ja, der zweite. Ich mach mal so einen Jodel-Move des Todes of Darkness. Ja, die persisch-germanischen Kriegstaktiken. Beide Artis von denen haben mich getroffen oder hat meine eigene Arti mich getroffen? Weiß das irgendjemand? Hundertprozentig sind die anderen schuld. Also wenn man sich das anguckt, mit wie viel... Überleg mal, so ein Panzer kostet mehrere Millionen. So eine Drohne, so eine kleine Drohne, die gut bewaffnet ist und gut ausgerüstet ist. Alter, das Ding ist kaum sichtbar, fliegt irgendwo da oben rum, visiert irgendwie dein Motordeck von deinem Panzer, schießt von oben, zack, alle da drin weg und die Munition explodiert. Und so, also mit minimalstem Einsatz hast du maximalen Erfolg. Besser aimen. Oh, erster Schuss bounced an irgendeinem Low-Tier-Medium. Da fängt's schon an. Da fängt's schon an, unlogisch zu werden. Zehner schießt auf einen Achter und bounced. Jo. Vor allen Dingen muss ich hier den Spot liefern, das ist das Geile. Ich bin heavy unterwegs und ich muss spotten. Keine Chance, dass mir irgendeiner hilft, oder? Oh, im Gegnerteam ist halt jeder eingeaimt. Keine Chance. Hilft keiner. Ich bin dauergekettet. Es interessiert aber auch keinen, ne? Interessiert halt keinen, ne, wenn du hier Hilfe brauchst. Die persisch-germanischen Kriegstaktiken. Also ich verstehe auch nicht, warum, ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht, warum so Flugzeugträger oder so Schlachtschiffe überhaupt noch so als was Krasses angesehen werden. Wenn man, ich gucke ja zwischendurch auf YouTube mal so ein bisschen Videos, ich gucke mir das an, Alter. So eine Panzerfaust wiegt teilweise nur 15 Kilo bis 20 Kilo, wenn, lass es 25 Kilo sein. Und das Ding zerstört einen Panzer mit 60, 70, vielleicht 80 Tonnen. Die Machtverhältnisse verschieben sich. Solche Waffen hatten vielleicht vor 50 bis 100 Jahren noch einigermaßen Erfolg. Man hat ja selbst in Japan, diese Schlachtschiffe wurden ja dann von den Flugzeugen aus, dann so als die Flugzeuge dann teilweise getroffen wurden, haben die sich ja in die Schiffe reinmanövriert. Bevor du fliegst im Flugzeug und dann steigt der Pilot aus und sagt, ja, ich habe hier aber noch ein Flugzeug. Und dann packt er aus seiner Tasche so ein Modellflugzeug aus und dann sagt er, ja komm, lass uns damit fliegen. Eigentlich so gesehen sind diese Panzer, wenn man das so betrachtet, schon seit Jahrzehnten eigentlich nichts mehr wert, mehr oder weniger. Tabula rasa. Jo, es fährt von hinten keiner mit. Der Akku wird mal wieder im Stich gelassen, ne? Man kennt's ja. Es fährt von hinten einfach keiner mit. Ich darf mal wieder sinnlos meine ganzen HP verlieren. Die
persisch-germanischen Kriegstaktiken. Boah. Ja, das ist ein riesen Prank, ne? So, irgendwann tauchen die auf und sagen, hey, it's a prank, we are Wargaming, April-Scherz, Dauerschleife, it's a prank, bro. Ha, 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 ha. Und dann gibt man sich so High Five und dann weiß man, das war einfach nur ein April-Scherz, Alter. Das macht zwar Eindruck, wenn man so ein Schiff sieht, ist ja auch krass bewaffnet von mir aus mit geilsten Raketen, Kanonen und Flugzeugen und hast du nicht gesehen, aber im Grunde genommen ist das Ding leicht zu zerstören. Ne? Erstmal zu der Thematik. Ja, wird interessant zu sehen, wie die nächsten Jahre sich das Ganze noch entwickelt, aber jetzt schon kann man safe sagen, also konventionelle, große, gefährlich aussehende Panzer und Schiffe und so sind eigentlich so gut wie nichts mehr wert. Ich verstehe auch nicht, warum einige Länder da so viel Geld noch rein investieren, weil am Ende des Tages sind die Dinger, wenn es drauf ankommt, dann so gut wie nichts mehr wert. Du musst besser aimen. Ja, natürlich bounce ich an der Seite vom Chieftain, ne? Wer kennt das nicht? Du musst besser aimen. Unterwanne mit Gold nicht penetriert. Ja, Wargaming, Alter, beste Firma der Welt, ne? An der Seite vom Chieftain bounce du, an der Unterwanne bounce du, am Turm bounce du. Aber Hauptsache den Waffenträger raus, ne? Weil der war ja ganz, ganz böse, ne? Ja, ja, ist klar. So, Leute, da ist er, der Kunsa-Panzer. Ich habe hier ein bisschen experimentiert und Kommandant kann ein bisschen was, der Rest ist komplett Stock, wie man sieht. Ich habe schon eine Runde so mal offscreen gespielt, relativ langsam, der erscheint mir also dafür, dass das ein Medium sein soll, relativ langsam. Also das Ding bräuchte, glaube ich, ein Turbo, damit man ein bisschen Spaß mit dem hat. Hä? Du musst besser aimen. Okay. Die persisch-germanischen Kriegstaktiken. Oh Gott. Ja, Leute, das sind Ziele auf. Bitte, bitte, Gott. Kunze-Panzer. Sponger, was geht's? Ja, keine Ahnung. Der hat so wie STW-1 diese Funktion mit dem, ich glaube, Siege-Mode oder wie das sich nennt. Aber ich mag so Panzer nicht, wo du dann nochmal Knöpfe drücken musst, damit der Panzer mal richtig funktioniert. Hä? Der hat doch gerade geschossen. LOL. Egal. Ich wusste ja, dass da hinten ein E4 ist, aber Hauptsache der hier ist weg. Jo, Immensiv, was geht? Immensiv. So, nach jeder Runde ein Gummibärchen, dann klappt das auch mit dem Skill. Beste, wo gibt's?